Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute geht es um eine Frage, die ein guter Abonnent auf diesem Kanal gestellt hat, und zwar der liebe Felix. Er hat gefragt, was habe ich denn für Vorbilder in meinem Leben gehabt, welche Leute inspirieren mich, was habe ich für Bücher gelesen und so weiter und so fort. Und heute konzentrieren wir uns auf die Vorbilder als Person. Brauchen wir ein Vorbild? Ist es wichtig, ein Vorbild zu haben? Und was können wir von Vorbildern lernen? Das alles in diesem Video heute. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen. Es sind die letzten Tage einige neue Abonnenten dazugekommen. In diesem Sinne, hi, ich bin's Daniel. Auf diesem Kanal geht es um Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Also wenn du mit dabei bist als neuer Follower, schreib mir gerne in die Kommentare. Dann kann ich dich herzlich willkommen heißen bei uns, in unserem Team, in der Community. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Aber jetzt zurück zum Thema. Und zwar das Thema Vorbilder. Ich persönlich hatte in meinem Leben viele, viele Vorbilder oder Leute, die mich inspiriert haben. Es waren anfangs B-Boys. Fitnessmodels. Oder auch Leute aus der Persönlichkeitsentwicklung, die Dinge gesagt haben, die mich einfach sehr, sehr inspiriert haben und sehr motiviert haben. You say, I'm gonna find the way, or I'm gonna make the way. What is it that's gonna truly fulfill you? Things, getting things is not gonna make. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Vorbilder, jeder kann diese Idole irgendwie nachempfinden. Jeder hat sowas in seinem Leben. Doch bin ich so geworden wie meine Idole? Oder bist du so geworden? Die Antwort ist nein, ich bin nicht so geworden. Und vielleicht du auch nicht, aber warum eigentlich nicht? Ja, weil ich mir nur die Dinge rausgepickt habe von diesen einzelnen Personen, die mich motiviert, inspiriert haben, die ich persönlich als Bestes empfunden habe. Das heißt, jeder von euch hat vielleicht ein Idol, mit dem er sich sehr identifizieren kann, aber dieses Idol hat sehr wahrscheinlich auch irgendwelche Eigenschaften oder Schwächen, mit denen ihr euch nicht identifizieren könnt. Und diese Schwächen sind auch die, die ihr natürlich nicht unbedingt übernehmen solltet, denn vielleicht gibt es ja jemand anderes, der diese Schwächen nicht hat und der euch dort in diesem Bereich weiterhelfen kann. Was möchte ich also eigentlich damit sagen? Grundsätzlich ist erstmal kein Mensch perfekt. Ich nicht, du nicht und dein Vorbild auch nicht. Also kannst du grundsätzlich auch von jedem Menschen in deinem Leben etwas lernen und das nicht nur von irgendwelchen bekannten Leuten oder Stars, sondern auch vielleicht von Leuten direkt aus deinem engsten Umfeld, wo du gar nicht erst denkst, dass dieser Mensch irgendeine besondere Eigenschaft hat, aber wenn du mal genau hinschaust, ist jeder von uns in irgendeiner Sache besonders gut. Und diese Kleinigkeiten gilt es vielleicht zu übernehmen, zu adaptieren und zu lernen, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Also meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, ein Vorbild zu haben, Inspiration zu haben, aber ganz wichtig ist es auch, dass du dein eigenes Original wirst. Das heißt, werd keine billige Kopie von irgendjemand anderem, denn auch du hast ganz besondere Stärken, die es gilt weiterzuentwickeln, in diesen Stärken besser zu werden und vielleicht von anderen Leuten ein bisschen was zu lernen, aber letztendlich geht es darum, dein eigenes Ding zu machen und dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Wenn dazu gehört, dass du zum Beispiel mit Fitness anfängst, weil ich Fitness mache, weil irgendein Fitnessmodel Fitness macht, cool, Sport ist eine gute Sache, übernimm das Ganze, aber häng dich nicht zu sehr daran auf, dass du genauso werden musst wie dieser Mensch, denn auch dieser Mensch ist nicht perfekt. Die Leute auf Social Media zeigen nur das Endresultat. Social Media ist unsere Bühne, auf der wir uns präsentieren können. Auch wir als Tänzer damals haben Wochen, Monate lang geprobt, um eine Show auf die Bühne zu bringen und letztendlich war das Produkt auf der Bühne dann einigermaßen perfekt. Und genau das seht ihr jetzt auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. Die Leute bringen das perfekt Einstudierte, das perfekt Geschnittene und nur das, was sie euch auch wirklich zeigen wollen, bringen sie
auf Social Media online. Das bedeutet, auch da ist harte Arbeit dahinter. Ihr seht nur das Endresultat, aber auch diese Leute haben hart dafür gearbeitet, für das, was sie jetzt haben, für den Körper, den sie haben, für den Erfolg, den sie haben. Und ihr seht nur direkt den Erfolg, aber ihr seht nicht das, was hinten dran hängt alles, ja? Das heißt, es ist alles harte Arbeit. Aber um nochmal festzuhalten, auch du hast einzigartige Fähigkeiten, die kein anderer Mensch auf der Welt hat. Diese musst du finden. Geh in dich, schau, was machst du gut, wo hast du Leidenschaft für. Meistens sind die Dinge, für die wir Leidenschaft haben, auch die Dinge, in denen wir richtig gut sind. Förder diese Dinge und hol 100% aus deinem Leben raus. Mach das Beste daraus. Du hast nur diese eine Chance und keine zweite. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch vielleicht ein bisschen inspiriert und ihr habt jetzt mal meine Meinung zu diesem Thema Vorbild gehört. Felix, an dich geht diese Nachricht. Vielleicht habe ich nicht direkt deine Frage beantwortet, was meine Vorbilder im Leben waren, aber die Bilder, die ich am Anfang eingeblendet habe, sind genau die Leute, die mich am meisten inspiriert haben. Und ja, ich glaube, man sieht ganz gut, warum sie mich inspiriert haben. Und vielleicht kennst du sogar den einen oder anderen von denen. Vielleicht nicht aus der Tänzerszene, aber Leute aus der Persönlichkeitsentwicklung kennt man relativ gut. Und auch die Fitnessmodels hat man wahrscheinlich schon mal gesehen. Nichtsdestotrotz, Leute, genau das ist das, was Bock macht hier auf YouTube, mit euch zu interagieren, eure Fragen zu beantworten, mit euch diesen Kanal hier zu gestalten und deswegen schreibt mit Hashtag HeyDaya einfach eure Fragen rein. Mit dem Hashtag kann ich euch dann besser raussuchen später. Ihr könnt das auch bei Instagram, auf allen Kanälen könnt ihr diesen Hashtag benutzen und mir Fragen stellen. Wir können gemeinsam hier dran arbeiten. Also Leute, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin. Ciao. Das Video ging zu lange, der Kaffee ist jetzt kalt.